Liebe Zuschauer, das Produkt, was wir Ihnen jetzt vorstellen dürfen, damit werden Sie Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder definitiv begeistern. Das kann ich Ihnen versprechen. Das Kindermotorrad, was Sie gleich hier sehen, da werden Sie denken, Moment mal, das habe ich doch irgendwo schon mal gesehen, Mensch. Ist schon vielleicht ein bisschen länger her, 1982 gab es da mal so einen Kinofilm, der war wirklich ein Kassenschlager schlechthin, wurde dann, glaube ich, in den 2000ern nochmal neu verfilmt und sorgte wirklich für einen absoluten Hype. Und dieses Kindermotorrad, das gibt es jetzt für Ihre Kiddies, ist das nicht toll? Und wenn Sie gleich den Preis sehen, Sie werden aus den Latschen kippen, weil wir haben jetzt für Sie einen absoluten Hammer-Spezial-TV-Sonderpreis gemacht. Der wird sie aus den Socken hauen. Welcome! Ist das nicht toll? Sehen Sie hier schon die tolle Beleuchtung? Ist das der Wahnsinn? Hier, diese Räder. Ja, und da, da kann man einfach durchfassen. Das ist unglaublich, das Ganze. Toll gemacht. Ich mache es nochmal an, damit Sie das auch hören. Ne? Also da kommt richtig dieser Motorrad-Sound. Wow! Und dann hier die Beleuchtung alleine. Wahnsinnig schön. Das Ganze super toll gemacht. Wow! Und dann geht es los mit dem Motorraderlebnis für die Kleinen. Natürlich ganz sicher alles gestaltet, so wie es sich sein soll. Die sind hier mit maximal 6 km/h, also so einer guten Schrittgeschwindigkeit unterwegs. Aber dank des leistungsstarken Akkus, der hier verbaut ist, hat man, und jetzt kommt es, ganze 7 Stunden Fahrspaß. Wow, 7 Stunden. Wahnsinn. Das hatten wir bisher bei keinem Kinderauto. Nee, das stimmt. Keinem Kindermotorrad. 7 Stunden ist wirklich der Wahnsinn. Und dann dieses Design. Schau dir das mal an. Wow. Unglaublich cool gemacht. Da will man selbst noch mal Kind werden, ne? Oder? Also da würde ich am liebsten selber sofort drauf Platz nehmen und losbrausen. Ich glaube, jeder Papa, jeder Opa würde auch am liebsten sofort sich hier hinsetzen, hier diese Hebel greifen und dann sagen, los geht's. Vorwärts oder rückwärts können die Kleinen fahren. Hier unten ist das richtige Gaspedal, wenn man hier vorwärts und dann einfach drücken und zack, saust das dann auch los. Also sensationell gemacht. Und sie haben natürlich das volle Entertainment-Paket mit dabei. Also cool. Sie sehen es ja nochmal vorne, diese große LED-Beleuchtung, die Reifen, die hier toll beleuchtet sind. Ja? Und dann alles, was das Herz begehrt. Also allein das, ne? Das macht so viel Spaß. Sie können jetzt, wenn Sie möchten, die voreingestellte Musik anwählen. Sie haben aber auch jetzt die Möglichkeit, für die Kleinen mal einen MP3-Player anzuschließen oder das Smartphone per Klinkekabel. Wir haben einen Steckkartenplatz für dann auch eine Micro-SD-Karte bis zu 32 GB. Wenn Sie da schöne Kindermusik haben, einfach die SD-Karte, Micro-SD-Karte einstecken. Oder es besteht auch die Option, einen USB-Stick einzustecken, per USB-Stick dann Musik abzuspielen. Auch das ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil dann hat man seine Lieblingsmusik wahrscheinlich auf dem USB-Stick und kann dann hier toll die Lieblingsmusik einfach abspielen, wenn man das möchte, kann hier direkt mal loslegen, kann sagen, hier einmal aufdrehen und das mit einem satten Klang, muss ich dazu sagen. Wir haben hier wirklich einen ganz, ganz leistungsstarken Klang, zudem auch noch 10 Watt Musik Spitzenleistung bei diesem tollen Kindermotorrad. Und die fahren dann hier wirklich ganz toll. Wir haben hier diese 2-Motorentechnik übrigens. Ne? Also auch das, 2-Motorentechnik, 2x35 Watt, also 70 Watt insgesamt an Motorentechnik. Und das macht es natürlich aus. Und Sie hören das hier schon. Ne? So eine tolle Musik und dann wumm, zischen die hier los. Das allein das ist los. Ja, und wenn Musik läuft, hat man dauerhaft diese tolle Beleuchtung. Sie sehen das hier? Dann blinken die LEDs hier immer im Takt der Musik. Das sieht natürlich richtig, richtig toll aus, wenn die dann hier auch mal, vielleicht wenn es so ein bisschen dunkler im Wohnzimmer ist, damit im Wohnzimmer fahren oder draußen dann im Hof unterwegs sind. Spektakulär das Ganze, oder? Also es ist wirklich ein Knaller, weil sowas gibt es ja nicht mal mehr für Erwachsene. Ne? Mit solchen Rädern, es ist einfach nur cool. Da wünscht man sich einfach selbst wieder Kind zu sein. Das ist einfach so. Und wir haben natürlich für die Sicherheit gesorgt. Die Sicherheit Ihres Kindes ist uns ganz wichtig. Wir haben hier nämlich links und rechts noch diese kleinen Stützräder. Ne? Das können wir Ihnen gleich nochmal zeigen, wenn wir zurückkommen. Das ist einfach ein Knaller. Liebe Zuschauer, jetzt unbedingt vorbestellen. Das ist wirklich wichtig. Jetzt
vorbestellen mit der NX9333 und der 569. Das ist ein futuristisches Elektro-Kinderrad mit MP3-Player, mit LED-Licht. Das ist eine richtige Disco-Beleuchtung, was Sie hier sehen. Und wie gesagt, jetzt vorbestellen, unbedingt. Das darf man sich nicht entgehen lassen, denn für 132,91 €, da sichern Sie sich nämlich jetzt noch den TV-Sonderpreis. Also wenn Sie jetzt live bei uns auch anrufen, bei Kathi und mir, dann sichern Sie sich den TV-Sonderpreis oder eben 2 Stunden danach. Nur länger dürfen Sie eben nicht warten, weil dann bekommen Sie es wieder zum regulären Katalogpreis von 140 €. Ich meine, ist auch ein super Preis, ich weiß. Aber warum soll man noch mehr Geld ausgeben, wenn es auch weniger geht? Jetzt zugreifen, schauen Sie mal, wie cool das aussieht. Und hier wollte ich Ihnen noch mal die Stützräder zeigen, links und rechts. Ja. Auch ganz wichtig, ne? Hier rechts und links natürlich immer diese Unterstützung. Sie sehen das sehr schön. Also das ist ja eigentlich ein Vierrad, könnte man sagen. Also die Kinder sind sehr, sehr sicher. Es kann auch nicht umkippen, weil das so schön gemacht ist. Ganz sicher. Und Sie sehen das hier auch schön. Alles abgerundet, selbstverständlich. Hier auch alle Ecken, Kanten. Das ist nicht spitz oder so, sondern wirklich alles ganz toll gemacht, dass man sich auch nirgendwo verletzen oder stoßen kann. Und wirklich sehr schön. Alles toll abgerundet. Die Kleinen werden einen Riesenspaß damit haben, wenn die sich da einmal draufsetzen und dann hier damit dann durchs Wohnzimmer sausen. Wow, schau dir das mal an. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Es gibt ja viele Kindermotorräder, es gibt viele Kinderautos, aber in dem Design auch und vor allem, dass du da durch die Räder, durch die Reifen einfach durchgreifen kannst mit dieser Beleuchtung. Wow, einfach also, nur cool. Einfach da nur da cool. Bleibt jedem einfach der Mund offen stehen, der staunt man. Alleine dieses Design, das ist ja so unglaublich. Das hat man ja noch nie so gesehen. Und nee, das stimmt. Vielleicht haben Sie auch die Filme gesehen, haben gedacht, boah, sowas mal selber haben. Ja, das ist ja baulich eigentlich gar nicht möglich. Aber als Kindermotorrad jetzt hier zu haben, deshalb gleich zugreifen, holen Sie sich das nach Hause für Ihre Kleinen, für die Enkel vielleicht auch. Ach, das ist wirklich ein Traum, können wir sagen. Also ich bin wirklich so begeistert, dass wir das hier haben mit diesen technischen Highlights auch hier, dass man halt die Musik dann nach Wunsch abspielen kann, wenn man möchte. Lautstärke selbstverständlich regelbar, also können leiser machen, lauter machen auch. Haben vorne dieses toll beleuchtete Display auch nochmal. Das sieht ja so aus, als könnte man hier direkt sehen, wie schnell man unterwegs ist. Ne? Also auch nur diese tollen Anzeige im vorderen Teil. Sieht auch aus fast wie so eine kleine Tankanzeige, ne? Wenn die Kinder da drauf sitzen. Das ist auch hier nochmal so toll mit so blauen LEDs beleuchtet. Das ist total süß gemacht. Schauen Sie mal. Sieht hier so aus, als ob man hier sehen kann, ja, Drehzahl und hier dann auch Tankanzeige oder hier dann auch, wie schnell man unterwegs ist. 125 km/h. Uiuiui, das sieht aber nach der Höchstgeschwindigkeit hier aus. So schnell brauchst man normalerweise nicht durchs Wohnzimmer. Das ist natürlich hier nur aufgezeichnet, aber super süß gemacht, ganz goldig. Und hier sehen Sie auch nochmal, lauter, leiser können Sie schalten. Können hier Sound wechseln. Hier der Anschluss für den MP3-Player oder auch das Smartphone, also Klinkeanschluss, MicroSD-Karte oder USB-Stick. Sie haben hier vorne nochmal diese tolle Anzeige auch im Display, wo Sie jederzeit dann auch sehen, wie gerade das Lied oder welches Lied gerade spielt mit der Zeitanzeige auch nochmal. Und Sie haben hier auch noch eine Hupe mit drin. Also ich kann auch hupen. Platz da, weg da. Das geht selbstverständlich auch. Zwischendrin mal hupen, wenn die Oma im Weg steht zum Beispiel oder Mama, ne, wenn man da mal hupen muss. Ist kein Thema, dann kann man zwischendrin selbstverständlich auch mal hupen. Ich habe mich da vorhin schon eingangs der Sendung mit Lutz unterhalten, was wir dafür gegeben hätten, wenn wir sowas in unserer Kindheit gehabt hätten. Wir haben das ja gehasst, wenn wir raus mussten, den Garten spielen, im Hof spielen. Ja, wir wären viel lieber drin geblieben. Aber damit lockt man jedes Kind auch aus dem Häuschen. Ne? Mal so Hofeinfahrt hoch und runter sausen, das ist schon cool. In der Hoffnung, die Nachbarskinder gucken zu und denken sich so, boah, sowas hätte ich auch gern. Wo hat der das her? Und wissen Sie, was? Der Preis ist wirklich nicht zu toppen. Der Preis ist einfach unschlagbar. Schlagen Sie im wahrsten Sinne des Wortes jetzt zu. Jetzt vorbestellen. Ganz wichtig, ne? Vielleicht auch mal, vielleicht steht ein Geburtstag an, vielleicht hat Ihr Enkelkind oder Ihr Sohn oder wer auch immer die Tage Geburtstag. Also nicht nur für Söhne, sondern auch für Mädchen. Ne? Also da gibt es ja auch einige, die darauf abfahren. Es ist einfach ein Knaller. Das ist so ein richtiges Kultobjekt. Ein Objekt der Begierde, wie ich finde. Jetzt anrufen, jetzt zum Telefonhörer greifen und dann sichern Sie sich dieses coole Elektro-Kindermotorrad mit der NX9333 und der 569. Rufen Sie jetzt an, bestellen Sie sich Ihren Kindheitstraum, vielleicht auch für Ihre Kinder und Enkelkinder. Viel Spaß!